Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cops vs. Racer Mulege. Und mit mir spielen das Ganze Carplayer, Falken, Letni, Perücke Golf, Max, Robby, Hood, endlich habe ich es mal richtig ausgesprochen, Crazy German, Alex, Panic und ich bin irgendwie auch noch dabei. Und ich würde sagen, wir kommen auch gleich zu den Racern. Und die stellen sich wie immer mal selber vor. Und ich würde sagen, wir fangen mal hier bei dem Weißen, Rot-Weißen an. Wer und was bist du? Das ist der Falken im Renault Megane von 2018. Der Carplayer sitzt im gelben Clio von 2016. Und der Letni sitzt in dem von 2008, den BMW M3. Ja, da wissen wir, wenn wir festnehmen, dann würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit und fangen damit auch gleich an. Und es geht los. Die Regeln kennt ihr ja. Yes. Ja, hinter den Häusern verstecken. So, bin ich gespannt, was mein Audi macht. Audi? Hä? Was für Audi? Audi Megane, wer kennt ihn nicht? Ach, der neue, ja. Sag das mal. Gell? Der Audi Megane Sportback A. Ja. Ich finde den Sound von dem Clio einfach geil. Ich finde den Megane auch ganz nice. Aber irgendwie, ich glaube, es haben alle, gefühlt feier, alle ja. Renaults denselben Sound. Ich feiere die Form nicht von dem Megane. Hinten den Arsch. Ich habe den 16er Clio nicht, sonst hätte ich den auch genommen. Irgendwann müssen wir mal so drei gleiche Autos, aber... Ich wollte genau dasselbe sagen gerade. Verschiedene Designs drauf, so, ne? Ja, erinnert... Nee, am besten gleiche Autos, gleiche Farbe, nur jeder irgendwie einen anderen Sticker drauf, nur. In einer anderen Farbe, mehr nicht. Nee, erinnerst du dich an die Infected Edition? Mit den drei, mit den Z-Nissans? Ja. Das war lustig. Infected ist ja, wenn die Racer noch so Cops werden, ne? So wie wir. Ja, yes. Aber da hatten wir alle dasselbe Auto, also denselben Typ Auto, aber halt alle verschiedene Jahrgänge. Okay. Den 350Z, den 370Z, den Nissan Z und noch wen. Und ich weiß nicht, waren wir, glaube ich, alle schwarz? Ich war weiß. Ich habe mir Nismo-Design gemacht für den Nissan Oder Z. Oder wir sind auch in diesen Abarth gefahren. Stimmt, aber den Abarth, die Abarth Edition haben wir auch mal gemacht. Ja. Die war auch lustig. Da wurde ich von René gottlos gekillt. Bei den Steinen. In den beiden Folgen habe ich überlebt, ne? Ja. Immer du. Ja, bei der letzten, da war ich Kopf. Also, ja. Die Aufnahme, die Folge ist, glaube ich, noch nicht raus. Wenn wir jetzt... Fuck. Ich habe einen Kopf am Festival hinter mir. Wohin fährst du? Ganz behalten. Ich bin noch im Festival. Weil ich fahr gerade Umgehungsstraße Richtung Festival. Echt? Seid ihr Festival gefahren? So, Mulege ist jetzt total leer. Nee, ich bin über die Flugblattstraße gefahren. Achso, ich bin kurz vor Serpentinen bin ich runtergefahren. Ich schleich halt einfach nicht mit 50 km/h dahin. Ja, aber ich glaub, 109 fahre ich. 109, wow! Das Audi RS6 Tuning früher als Korb ist echt kacke. Das Audi RS16. Ne, ich finde es fahrbar. Also. Nee. Oh, Korb in der Schlucht. Bronco, noch ein Korb weg hier. Ach man. Komm, zieh Megan. Du kannst es. Ich weiß es. Ich hab dich gut getuned. Da
Das Witzige war, ich habe meinen ja auf Frontantrieb getuned gehabt. Und dann habe ich den gewechselt und ich musste gar nichts einstellen. Hab's verarscht. Carplayer, warst du das, wo er hier bis jetzt nur einmal festgenommen worden ist? Ja. Bei letztem Mal Offroad. Das war so gut. Dings, mit dem Denshare Delta. Dann hoffen wir, dass das so bleibt. Weiterhin. Bei Westen ersten Festnahme war ich dabei. Oh, Volltreffer vorne, Alter. Uff. Alpha? Haben wir einen Alpha? 41 Motor. Nein. 41 Motor habe ich jetzt. Ach so. Also Kopf Alpha haben wir nicht. Wenn nee. Du weil er irgendwas von Alpha gesagt hat, nee, oder ich habe es so Alter. Verstanden. Ach so. Alter. Wurde mich gerade vorne getroffen hat, der Hund. Naja. Fast selbst in den NPC geschossen, wäre ja bei mir nichts Neues, aber. Ja, ihr könnt mich ruhig hinten rammen, das passiert, bringt mir überhaupt nichts. Wo bist du eigentlich hin mittlerweile? Ich bin oben auf der Autobahn. Och nee! Aber ich bin noch oben, ich bleib noch oben auf der Auffahrt. Ich kasper hier noch ein bisschen hin und her mit denen. Wo hast du vorhin gefahren? Oh, schon wieder. 61 Motor, die habe ich gleich. Nee, ich bleib hier. Die 20%, die kriege ich hier gleich bestimmt noch voll. Das lohnt sich jetzt nicht mehr abzuhauen. Hier ein 60% Motor. Wo bist du genau? Immer noch oben Auffahrt. Autobahn Auffahrt. Fährst du hin und her? Ja. Ich hab ein Audi an mir dran. Ich hasse das. Ja, greif doch mir noch mehr auf wohl an die Affen. Ups. Das war jetzt nicht geplant. Gefühlt alle hinter mir. Ich glaube, einer Audi fehlt. Ja, der ist bei mir. Der will mich nicht loslassen. Mann, die kriegen mich aber nicht zugestellt hier. Oh, Bronco, geh weg. Geh weg, Bronco. Du bist doof. Halt, wo bist du? Molege Umrundung. Aus dem Offroad-Weg, Richtung Torbogen. Ich kann den nur in den Kurven abhängen. Aber das ist wenigstens lustig. Außer ich fahre in den Fans rein. Ha! Ja, let's go! Die haben mich. Dann Chat-Signal. Hab ich. Gut. Schon drin. Huh! Ja! Oh mein Gott! Ich glaube, er hat mich nicht gesehen. Aber jetzt muss ich ganz schnell weg. Auf und Wege dürfen wir, ne? Nur nicht die gestrichelten, ne? Doch, vom Flugplatz bis zur mittleren der gestrichelte. Also den darfst du fahren. Nee, ich meine jetzt die normalen Offroad-Straßen dürfen die fahren, ja, ne? Ja. Ja, meine ich doch. Ich habe gleich ein Problem. Ein Riesenproblem. Ich habe ihn ausgetrickst, aber er ist mir gefolgt. Ich höre einen Bronco Richtung Brücke. Oh, da kann er gerne hin. Ich glaube, ich hab ihn abgehängt, das wäre geil. Wo hast du denn abgehängt? Weil Ich glaube Staudamm.
Es hat sich gelohnt, auf Wendigkeit zu gehen. Ja, ja, der ist ganz weit weg. Perfekt. Ja, aber sieht er dich noch? Nö, glaub nicht. Ich biege jetzt hier auf jeden Fall runter. In den gestrichelten. Und ja, eigentlich... da bin ich auch gerade. Ja, ja, aber... Ich bin noch im normalen Offroad. Ich fahre von oben nach unten. Ich bin jetzt unten am Fluss. Mir folgt nix. Also wir können uns da gerne kreuzen. Aber aufpassen, ich habe mal Perücke aus dem Leben geholt. Aus dem Leben geholt? Ja. Oder ins Leben geholt? Aus dem Leben. Moin! Ich habe eine Frontal mitgenommen und die haben den dann verfolgt, die Cops. Die haben schon Cops mitgehört. Und dann haben die den festgenommen. Das war peinlich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wo ich Lenkungsschaden gekriegt habe, aber anscheinend habe ich Lenkungsschaden gekriegt. Was habt ihr, Reifen? Offroad-Weg. Ah, weg. Warte, ich kann gerade nicht gut schauen. Mann, ich habe auch Kopfschmerzen hinter mir gesehen, ich bin ganz schnell umgedreht. Scheint mich nicht gesehen zu haben. Ich habe 40%. 25 vorne, 22 hinten. Wie gesagt. Die hat mich auch nicht gesehen, ein Glück. Ich war schon am Ende des Offroad-Wegs und ich denke, mein Auto ist einfach so klein, dass man es nicht sieht. Jetzt kommt aber trotzdem ein Cop entgegen. Ja. Cop in Staudamm. Serpentinstraße hoch Richtung Flugplatz. Ich bin gerade auf der Brücke, Staudamm. Ich hab zwei da. Yes, zwei Audis. Ja, der dritte ist da. Ja, danke fürs... So, über die große Brücke mit allen Cops. Toll. Richtung großer Kreisel oder Richtung Flugplatz? Kreisel. Okay. Wie willst du dann fahren? Autobahn. Oh, jetzt kommen die Steine und René. Ich weiß es. Nee. Du fährst mir nicht von rechts rein, vergiss es. Don't even try. Ha! Richtung Molege runter. Da ziehe ich geradeaus durch Richtung große. Das war's dumm. Yes, let's go offroad. Keiner ist mal an mir dran. Perfekt. Vielleicht kommt ein Kopf runter. Wird nicht reichen. Oh Gott. Aus Molega raus, Richtung Autobahn. Hast du gedreht? Ja, ich musste. Hast du dann vor zu fahren? Autobahn. Danach? Aber ich hab 51 Prozent Motor. Mach dasselbe wie ich, einfach an der Autobahnauffahrt ein bisschen aufhalten. Versuche ich gerade, aber mein Auto ist so ziemlich tot. Das
Zeit von der Uhr nehmen. Ja, ihr könnt mich gerne da oben hinschieben, es ist mir ziemlich egal, du. Ja. Das bringt euch nicht viel, wenn ihr mich da offroad. Ja. Sind halt wieder Rabbi Jakob bei, ne? Schwester Rabiata. Ja, gut. Da könnt ihr mich schon wieder offroad schieben. Leute! Und die von mir auch gerade gemacht. Friss Staub, Evo, danke. Wollen ihn da auch verschieben, wo nichts ist, an Bäume oder Steine oder ja, so? Ja, nee, sie greifen Offroad an, wenn ich schon Offroad stehe. Dann ist es mir halt auch ziemlich egal, was die wollen von mir, to be honest. Irgendwo, wie schnell wir eine Straße fahren müssen, ne? Ja. Ich war 30. Ich habe einen Audi am Arsch. Wie hast du den abgefangen? Ich bin schön vor mich hingefahren. Und dann haben die mich entdeckt. Jetzt habe ich zwei Audis. Es ist echt ein Wunder, dass ich noch lebe. Ich fahr in die Mitte hoch. Halten wir so? Ich dreh wieder um. Noch auf der Autobahn oder wie? Nee, ich bin auf Flugplatzstraße, Staudammkreuz. Ich fahr aber Staudammstraße wieder runter, also es ist safe. Ich mach wirklich nur noch Powerslides, weil meine Hinterradachse einfach total durch ist. Ach, ich fahre mir selber 10% Motorschaden. Dann kürze ich halt Offroad ab, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Euer Business, nicht meins. Ha! Audi abgecrashed, let's go! Ich hab 100% Hinterrad. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich bin gerade so am Schwitzen. Ich denke mal, den Clio auf Allrad und dann mit ein bisschen Leistung macht der echt Bock. So mal Frontkratzer geht so. Will man mit dem Audi spielen?
Es ist echt painful, dieses Ding zu fahren gerade. Ja, Zeit von der Uni. Obwohl Zeit. Wie spät haben wir jetzt? Ja, oder wie viel Zeit haben wir noch? Es sind nur noch 11 Minuten. Noch 11. Bis Overtime? Ja. Nee. Bis komplett fertig, also noch 6 Minuten. Yes! Danke, Evos. Danke, Audis. Ah, ja. Fährt gerade einer Festival rein? Nö. Den Klippen fahr ich rein. Ja, dann machst du das. Aber du sagst, hast du was hinter dir? Ja, ne? Ja. Ja, hab ich das doch richtig gesehen. Ich hab 64 Motor, come on! Macht irgendwas, ich bin nicht schwer zu kriegen. Aber macht es irgendwie schlau, Leute. Noch ein bisschen vom Bronco anstupsen lassen. Leck. Ich bin mein Audi los. Der ist wahrscheinlich wieder bei mir. Drüben oder so. Na, der war noch im Festival drin. Alter, war ich auch gerade, aber mich hat keiner gesehen. Leute! Bruder! Dafür habe ich jetzt 56 Reifen. Ja, nee, komm, ganz ehrlich. Haben sie dich? Nein, aber ich stehe im Offroad, weil ich die Kurve nicht mehr kriegen kann. Es ist aber der einzige Ausweg. Und, der eine Evo fährt mir Vollgas hinten rein. Ja, da friss ein Baum, ist mir gleich. Wo bist du gerade? Dort am Kreuz Richtung Serpentinstraße und ich fahr Serpentinstraße rein. Da könnt ihr mich jetzt einfach alle mal, das ist mir so scheißegal. Ganz ehrlich. Ich hab den Audi wieder. Scheiße. Das ist nix ist Gutes. Gut. Umfang Richtung Strandstraße. Gerochen. Ah, na ja, okay, das hat er schlau gemacht. Das hat er schlau gemacht. Leute, Junge! Hallo? Ich stehe fucking offroad, was wollt ihr denn noch? Das ist wahrscheinlich die neue. Junge, nee, Alter. Nee, also, nee, sorry, nee. Ja, ich bin raus, aber... Nee. Weißt du, ich stehe am Rand. Ich wurde neben die Brücke gedrückt. Stehe am Rand, wo so eine Kante runtergeht. Ich will wieder zurück auf die Straße, die anderen blockieren den Weg dahin und der eine stößt mich dann einfach runter. Und ich überschlag mich und werde zurückgesetzt. Das ist ja kacke. Nee, also ganz ehrlich, so spielen wir hier nicht, nee. Da können sie mir jetzt auch sagen, was sie wollen.
wie lange ich das hingezogen habe? Nee, einfach nicht. Aufgrund angreifen und so ist immer kacke. Moin Audi, juckt mich nicht. Genauso wie Divebomben. Oh, das hasse ich für die Pässe. Ja eben, gell? Ich kann nur links abbiegen. Was machen sie? Ich krieg die Kurve nicht, weil ich 100% Hinterreifenabnutzung hab. Also wie soll ich eine Kurve kriegen können? Ich drifte einfach dahin. Steh dann im Offroad, da eine Evo mit voll Karacho hinten vorne rein. Und da hört bei mir der Spaß einfach auf. Ich fahre Richtung Strandstraße, Bronco war entgegen. Ich hab auch schon wieder 3 Cops oder so an mir dran. Ja, den Bronco hatte ich gerade kurz hinter mir am Festival. Und den konnte ich abschütteln. Audi bei Strandstraße entgegen. Ich bin oben Flugplatzstraße Richtung Staudamm. 50 Sekunden bis Overtime. Okay. Das ziehe ich durch. Wenn ich keine habe, dann stelle ich mich gleich irgendwo hin und mach mal Pull-Anhalter. Ich habe eine der Bedienung runter von der Flugplatzstraße. Habt ihr noch eine? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Keine habt, dann. Ich bin bei dir auch fertig oder was? Nee, wir müssen ja rausfahren. Nee. Nee, das ist ja heute nicht, glaube ich, oder? Nee, wurde ja nicht erwähnt. Nicht drauf. Ich mach's einfach zur Sicherheit. Nein, das ist einfach stehen bleiben. Ja, ich bin eh gerade an dem Punkt. Ob die Cops da sind. Ich bin sofort wieder da, ich muss so schnell flogen. Nur zur Sicherheit. Kann keiner meckern. Was willst du, René? Was willst du? Also ich... Die tun mich festsetzen, aber... Aber? Noch bin ich nicht festgesetzt. Das ist doch super. Es sind noch 3:20. Ach, du bist ja gerade bei mir. Drohnenmodus. Ja, wenn ihr mich... Ja, dann bleib ich im Offroad stehen. Schieb mich lieber an. Ich will die Brücke. Bronco nice. Räumt René ab. Hey, kein Motorschaden. Lebst noch. Oder bist du raus?
glaube, Getriebe ist im Arsch. Ne? Oh. Ja, danke, Jungs. Danke, danke, danke. Super. Oh Mann. Stoßen sie dich noch an. Ich kann die noch schieben. Der Bronco sieht mich gar nicht. Ja, oh mein Gott, dieser Evo. Oh Mann, diese Cops, ey. Oh, geil. Wo seid ihr? Flugplatzstraße Richtung mittlere bei Ende Blitzerzone. Na, gucken, ob ich ohne Modus hinkomme. Ja, jetzt seid ihr alle weg. Das ist also despawned. Muss ich zum Flugplatz porten? Ja, ja, ich hab's gehört, kommt die Drohne, glaube ich nicht mehr. Oh, ich hab Schaltzeiten wie des Todes. Ich glaube, Bronco räumt noch rein. Oh, ja. Ja. Perfekt. Was macht die, wenn ich da fahre? Offroad, oh nee, wie mies. Ja, die kriegen mich durch sowieso, also. 3, 2, 1, fertig. Oh, echt? Fertig? Vorbei. Letzte Aktion. Welchen habe ich denn jetzt? Den Audi. Sieht gut aus. Du bist Präsi. Wissen die das auch? Müssten. Bleib mal verstehen. Ja, die haben, wollten mich noch reinschauen. Ich glaube, die Frage, ob wir noch einen Racer haben, die erübrigt sich. Ja, wir haben noch einen Racer, aber der fährt auch noch. Hat dir ja, der Bronco damit geschmeckt? Schletti, ich hasse dich. Wärst du allein nochmal hochgekommen, weil wir haben dich nochmal angeschoben? Ja, langsam war ich. Ich so, ja, ich gedacht, komm, wir schieben mal raus. Das ist ja. Ja, ich habe mich auch bedankt mit Hupen. Ja, und damit würde ich sagen, wir machen einen kurzen Cut und dann gucken wir uns mal die neuen Racer an. Ja, und da sind wir mit neuen Racern und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der Vorstellung hier von dem silbernen Racer an. Wer bist du? Was fährst du? Genau. RS3 fährt Max. Ja. Jo, der nächste. Im Mazda fährt der Alex. Der Mazda Alex. Und diesen quietschgelben Audi fährt Bad Boy. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, zwei Audis, ist doch nur ein Heckantrieb erlaubt. Wir haben ja gar keinen Heckantrieb. Wir haben unsere vorderen Antriebswellen ausgebaut, weil Heckantrieb ist viel cooler. Damit kann man ganz coole Sachen machen. Und das zeige ich euch gleich, was man damit machen kann. Und dann geht's auch los. Wer macht sich die Reifen jetzt kaputt? Offroad machen die nicht so schön. Also, je nachdem, wie lange der hier bleibt. Also, der erste Audi, ganz bei mir, der fährt am besten die Flugplatzstraße und Staudamm ein bisschen. Also bis Staudamm Süd. Der zweite Audi macht Strandstraße, Umgehungsstraße. Der dritte Audi, Autobahn und die Verbindungsstraßen, hätte ich jetzt gesagt. Dann der eine Evo bleibt im Molege und der andere geht ins Festival. Und Serpentinenstraße können sich die Leute aufteilen und Bronco macht Bronco-Sachen. Was machst du? Und ich fahr... Donuts essen? Ja, nee. Ich fahr überall ein bisschen Donuts herum. Donuts hab ich übrigens da. Donuts hab ich übrigens da. Also bleib mal hier stehen. Und dann geht's los in 3, 2, 1, go. Und Zweitverfolgung machen wir mit einem Fahrzeug am besten. Und der Rest geht auf den anderen. Also alles wie immer.
und Bambini dann. Ja, also, naja. Bambini, was auch immer das jetzt heißt, ich kann es immer noch nicht merken. Immer schön die Dörfwege. Ich checke auch gerade beim Molege die äußeren Dörfwege, da fährt René sehr gerne rein in den Start. Jo, die westlichen. Genau. Da ist gerade der Bronco, der kann euch sagen, da ist nichts. Okay. Na, wie gesagt, nur René fährt da lieben gerne rein. Und die Offroad-Wege auch. Ja. Ich hatte den Mercedes echt besser in Erinnerung. Ich würde dir den Lambo empfehlen, aber ich glaube, das ist falsch im Format. Ja. Beim Lambo habe ich ein Problem, weil ich ohne ABS fahre. Stimmt, ich fahre immer noch ohne ABS. Ich habe den grauen Audi Richtung Flugplatz, Richtung Stau. Ja, wir kommen von Staudamm Süd entgegen. Mazda Richtung Großen Kreisel. Okay, bleib du am Mazda dran. Brücke vorbei, fährt aber geradeaus. Hä? Ja. Okay. Ich geh mal runter. Grauer Audi ist zu weit gefahren. Ja, ich hab's gerade selber gemerkt. Ja, der kommt gleich zurück. Naja. Also, bitte nur einer am Mazda dranbleiben. Ich bin dran. Genau, perfekt. Da kommt der. Für den? Da darf er nicht rein, da darf er nicht rein und er fährt. Also, der Audi ist... Am Baum. Am Baum bei Staudamm Süd Richtung Staudamm runter. In der ersten Kurve von der Kreuzung her. Ich komme über Molege entgegen. Ah. Evo, du fährst in die falsche Richtung. Lass. Ja, alles gut. Bronco! Nicht mich. Jetzt Staudamm. Oh, close. Oh, ja, hast du ihn erwischt? Ich müsste ihn ziemlich abgeschossen haben. Du hast ihn erwischt? Müsste ein Schlauch weggefahren sein, aber bisher weiß ich nicht. Kommt nicht über die Leitplanke durch, wir müssen ihn zurücklassen. Bronco. Warte, er wendet. Nee, er kommt Richtung Staudamm. Bronco! Ich komme entgegen. Sehr schöne D-Sync, aber er steht da. Oder auch nicht. Ah. Lass ihn mal, falls es keine gezielten Attacken sind. Wendet, fährt wieder Richtung Kreuzung Serpentinstraße, fährt Serpentinstraße rein. Richtung U. Achtung. Fahr lieber vor, komm entgegen. So, Bronco kommt geradeaus. Okay. Nicht vor. Nicht mich. Schön auffahren lassen. Ja, warum bleibst du stehen? Das hatten wir an Geschwindigkeit. Wir fahren jetzt die Serpentinen Richtung Serpentin. Also Serpentinstraße Richtung Serpentin. So. Ich komme über die mittlere entgegen. Also ich fahre hoch und versuche entgegen. Ja, kannst du probieren, aber er ist relativ schnell unterwegs. Ja, der hat noch ein paar Kurven vor sich. Ja. Alter. Und schon wieder der Audi. Nee, das war ich nicht. Er driftet weg, lass ihn zurückkommen. Das ist kein festes Ziel da. Ich war noch nicht Offroad. Oder er war noch nicht Offroad, als ich da war. Ist gut. Ja, da kommst du nicht raus. Perfekt. Wendet Träger. Unten durch. Fährt wieder fährt zurück wieder. Richtung mittlere Straße. Genau. Er fährt auf das Serpentin wieder zurück, oder was? Ja, genau. Serpentin Straße Richtung mittlere. Ghostet. Schau mal, ob du denn die Brücke dranbleiben, sorry. Alles gut. Ah, nicht erwischt. Der ist mittlere hoch.
Der hat mittlere hoch. Ich komme mittlere entgegen. Treffer. Ich repariere mich. Fährt wieder mittlere Richtung Mulege. Fährt Serpentinen Richtung Osten. Oh. Okay. Versuch nach Richtung östliche Brücke. Ach, nee. Durchgerutscht. Wo ist er? Serpentinen bei. Nein! Bronco! Serpentinen bei. Bei der Haarnadel. Okay. Ah, moin! Ich komm vom Schlaudern unten. Ist einer gerade Molege drinne? Ja. Okay. Der Mazda. Mazda. Und fährt er? Der Mazda fährt das. Fährt, Audi fährt gerade fährt weiter Richtung Flugplatzstraße. Zustellen. Na, das bringt wenig. Entweder gegen einen Baum oder. Ja, ich habe da gegen. Ausbremsen funktioniert so selten leider. Oder? Ich kann sagen, wo ihr seid. Wir sind auf der Staudammstraße Richtung Flugplatz, schon über welche der Kurve? Vierte von oben. Keine Ahnung. Perfekt. Ist raus. Ja, wisst ihr. Ist zumindest geghostet. Ghostet. Ja, perfekt. Ist raus. Nice. Zwei Verfolgen, wo bist du? Mazda, Blitzerzone, Mulege. Ah, okay, ja. Offroad? Blitzerzone. Oder? Ja, Offroad. Offroad, okay. Westlicher Offroad, ne? Ja. Welche Richtung? Richtung Torbogen oder Richtung nein, unter der Brücke? Jetzt unter die Brücke. Jetzt Richtung unter die Brücke. Kommt also in bei der östlichen Brücke raus. Ist schon vorbei, oder? Ne, sind jetzt direkt unter den Brücken. Also okay. Jetzt also haben wir Pfeiler vorbei. Oder das Haus zu ballern. Ja. Ja, ich glaube. Sind gleich. Bei der äußersten Ausfahrt da, bei der zweiten Brücke. Ich denke, wenn wir gerade im Kollege sind, kann ein Cop sonst mal Richtung Strandstraße fahren und schauen, ob es eine Zweitverfolgung findet. Mach ich. Na. Na, fährt gerade aus dem Offroad-Weg weiter. Sorry, Bernick. Ist gut, hast mich berührt. Sag, ob er mittlere Straße dann hochfährt oder nicht. Sind am gestrichelten vorbei, fahren also Richtung mittlere. Perfekt. Oh. Da rechts sind Häuser. Bronco! Da ist René. Da war der andere Racer. Kann ich den verfolgen? Ja, klar. Okay. Ist der andere Racer. Der fährt Richtung Flugplatzstraße hoch. Ah, okay. Auf der mittleren Richtung Flugplatzstraße. Lass ihn mal abbiegen. Also fahren jetzt Richtung Brücke, die große Brücke. Der Flugplatzstraße. Das ist gleich auf der Höhe vom Offroad-Weg. Hendrik, mach nicht einen auf Johnny. Mach ich doch gar nicht. Wenn ich den Racer verpasse, halt ich das Lenkrad gerade. Gleich auf der Höhe. Achtung, lass sie nicht abbiegen. Schön. Warm geküsst. Richtig schön. Ja. Weiß nicht, ob der noch viel macht, aber. Ja, fährt weiter Richtung Brücke. Erst kommen lassen, bevor du ihn direkt wieder stoppst. Jo, lass ihn durchfahren. Lass ihn fahren. Ja, jetzt wendet er vielleicht. Nee, er fährt. Wer ist denn das? Passt auf, wegen. Serpentin, ja klar. Ja, ich in die Serpentinstraße rein natürlich. Aber da gibt es ganz tolle Bäume. Ich gebe mein Bestes. Ja, ich habe keine Leistung mehr. Ich gehe mich reparieren. Hey, warum schiebst der? Der schiebt mich weg, hallo? So haben wir nicht gewettet. Nee. Das will ich nicht auf mir sitzen lassen. Wie weit Zeit ist in der Serpentinstraße? Der leckt ganz schön, kann das sein. Yes. Sonst hätte er mich wahrscheinlich nicht wegschieben können. Oder er sieht dich nicht. Wo seid ihr denn? Serpentinstraße. Serpentinstraße. Bei mittlere, oder?
Wie weit von der mittleren? Achso, ne, in der letzten Kurve hatte. Oh, oh, nicht ich hätte drauf. Also, Pause, ich komme entgegen. Die kleine Brücke kann man nehmen. Audi oder was da ist, bleibt da bei der Brücke, sperren sie. Ja, okay, nee, du bist schon zu weit zurück. Ja, okay. Hab ihn erwischt, aber. Ich glaube, der ist tot. Der ist relativ raus. Steht hier im Offroad. Liegt an nicht eben. Ja, perfekt. Alles klar. Sehr gut gemacht. Letney, Zweitverfolgung? Wir sind unterwegs zu den Schluchten von Strandstraße, aber der ist weit entfernt. Also. Festival porten, wenn er könnt. Porten und ja. Und cool. Fährt, glaube ich, Umfahrung zurück. Ja, Umfahrung. Achso, Umgehungsstraße. Ja, Umgehung, ne? Ja, ja. In welche Richtung jetzt? Also Richtung Strandstraße. Strandstraße. Also, wir können gleich Canyon durchfahren. Mhm. Weil ich habe 12% Motorschaden. Kann ich noch sehen, wo der hinfährt? Fährt Richtung Strand. Da ist auch der also Mazda. Ich bin jetzt Dreieck. Okay. Fährt jetzt am stehenden Auto. Boah, ich hab den Mazda mit 320 gekillt. Das ist schön. Ich hab dich nicht gesehen. Okay. Fährt Richtung Brücke, Kreisverkehr. Evo, ich zieh Flugplatzstraße durch. Vorbei, oder? Ja. Der Mazda fährt noch. Ich hab nicht gesehen. Fährt Richtung Brücke. Und jetzt Brücke vorbei fährt Flugplatz. Hä? Richtung? Achso. Flugplatz. Flugplatzstraße. Richtung Serpentinen. Serpentine jetzt vorbei. Komme innen durch. Ja. Hä? Wo war der? Ich weiß nicht, weil der sieht den Verkehr auch nicht, also kann das sein, dass er. Ich sorry, alles gut, du hast mich nicht erwischt. Wo ist also der? Nur gekratzt. Keine hat Ahnung, verloren. Entweder hat er durchgezogen oder mittler runter oder. Ich hab René, ich bleib an René dran. Ne? Wo ich ist er? Wir haben schon eine Zweitverfolgung. Nee, ich hab ja René verfolgt. Ach so, ja, okay. Dann bleib okay, an René dran. Offroad Richtung mittlere. Ach so, ist er da eingebaut. Ah, okay, ja. Okay. Ich reparier mich in Mulege und dann sagst du, ob der weiterfährt oder die Mitte? Er fährt weiter durch. Ich glaube, Panic ist jetzt gerade vor mir. Ich sehe ihn aber nicht. Ich okay, nichts. Dann bleib mal hinter mir, bitte. Ja, dann musst du. Ja, er ist hinter dir. Er ist hinter mir? Er ist hinter dir, deswegen bleib dann bitte hinter mir. Ja, mach ich. Fährt er will in den Gestrichelten rein, er fährt in den Gestrichelten rein. Ja. Ich fahr dann mittlere hoch. Ich deck's erst durchs Wasser Seite durch. Ab. Ah, jetzt sehe ich ihn. Gleich am Doppelsprung. Ja, jetzt über dem Doppelsprung. Hab ich den Audi? Nee, war ein NPC. Jetzt Flugplatz, Flugplatzstraße fährt wieder Richtung mittlere. Okay, komm entgegen. Alles klar, er fährt im Moment richtig rum. Gestritten. Ja. Haben jetzt noch 10 Minuten. Ja, ich hab den Mazda noch vor mir und der ist schon gut eingeditscht. Das ist super. Bleibt dran. Sind jetzt an der mittleren Straße, also auf der Flugplatzstraße. Zustellen, dass er da nicht wieder reinfahren kann. Ne, er fährt weiter Richtung Serpentin. Bronco, ich bin links. Ich würde sagen, René hat keine volle Reifen mehr. Sorry. LKW. Zustellen, 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 zustellen.
Ach. Nein, nicht doch anschieben, oh nicht. Menno. Offroad zurücklassen. Serpentin die Straße abdecken, bitte. Abdecken. Ja, genau. So bleiben, so bleiben. Weiterschieben, weiterschieben, weiterschieben. Perfekt. Lass ihn fahren, lass ihn fahren. Und dann auf eine Seite entscheiden. Ich schieb ihn runter. Links runter. Ja, genau. Links runter. Info weglassen. Links runter. Links. Ja, dann macht was. Ja, ja, schön. Ihr habt mich geschoben. Yeah. Ja, okay. Ey. Ich lass mich zurückfallen. Fährt im Kreisel Richtung Autobahn. Ja, sorry, lassen. Nee, nee, Bronco da. Lass ihn. Okay. Ja, lass uns. Fährt im Kreisel eine Runde. Jetzt fährt er bestimmt wieder Dominanz zeigen. Naja. Seine Reifen sind durch. Man sieht es. Seine Reifen sind durch. Schieb man. Hinten ran. Warte. Hinten. Ja, na, Also Richtung Brücke. Fährt Richtung Brücke, also ja, ist aber ganz langsam Richtung im Kreisel. Ja, genau, schön. Jetzt rechts runter. Warte noch, jetzt. Ja, genau, perfekt. Hat sich selber abgeschossen. Danke, Bronco. Hast du den Safe gesehen, Evo? Ja. Der kommt noch hoch, kommt hoch Richtung Kreisel. Wir kommen auch Richtung Kreisel vom Festival aus. Der hat echt noch verdammt viel Power. Jetzt hat er den Schaden wieder. Er ist 7 so oder so. Nur kosmetisch, meinst du? Lass ihn zurück. Warte. Komm. Perfekt. Er zieht wahrscheinlich. Nee, du fährst jetzt mal da durch. Come on. Ja, okay, ich vollständig drehst. Wir sind immer noch im Kreisel. Dreht sich im Kreisel, steht auch im Gras. Wir kommen auch gerade zum Kreisel. Fährt Richtung Autobahn. Also ja, momentan, aber ist immer noch im Kreisel, will wahrscheinlich wieder im Kreisel eine Runde drehen. Macht er auch. Frage, darf der Bronco Offroad angreifen? Ja. Ja, klar. Ja. Bronco darf komplett Offroad, aber nicht Offroad aber schieben und dann lassen. Lass ihn zurück. Ja, schieb bitte nicht darüber. Mazda ist da. Das ist der Mazda auch. Ja, wir beide im Kreisel, ich... Jetzt haben wir ein Chaos. Bleib hinter dem Mazda. Ist gut. Weil ich, wenn einer noch mitfährt, ich bin ja dran. Schön, na, also gedodged. Zwei. Ich hab noch volle Leistung, deswegen. So, jetzt lass ihn mal nicht in den Kreisel in der Runde fahren, verdammt nochmal. Der müsste tot sein jetzt. Ja, ja, schön, schieb ihn Autobahn durch, ja, nice. Der ist tot, Mazda zweite Mal. Perfekt. Sehr gut. Dann willst du sonst gerade weitersuchen? Ja, okay. Oh, René, echt. Also, wenn du es weitermachst, ist es echt halt die gleichen Dinger, ne? Wo seid ihr denn? Immer noch im Kreisel, fährt jetzt die Kurve Richtung die Brücke weiter, aber. Ja, jetzt. Ich versuch ihn zu halten. Nicht rechts rumlassen, dass wir die Brücke runterstoßen können. Er geht Brücke, warte. Ja, schieb runter. Er schiebt mich runter. Schieb mal rechts, komm. Ach, mein Controller. Er ist aber auch runter, oder? Ist er nicht! Brr. Jetzt aber. Ja, ich bin tot. Mein Controller ist ausgegangen. Der Audi ist auch tot. Hä? Ja, Red Bull wieder seine Gas gewesen. Ja. Weil ich hatte ihn ja angeschossen. Das muss der andere eigentlich. Nice. Ja, wir haben noch einen dritten Audi. einen zweiten Audi. Aber ja, dann verteilt euch jetzt wieder. Ja, ich gehe wieder Strandstraße. Nee. Wir haben den Mazda nicht mehr, der ist schon tot. Der ist tot. Ja. Der ist schon platt. Mazda ist tot, Audi ist tot. Ja, alles gut. Den habe ich zweimal von frontal richtig getroffen, einmal voll gegen das NPC-Auto gedrückt. Und es wäre auch nett, wenn nur einer die Ansage macht, wenn drei Leute das machen. Müsst ihr mal überlegen, denn... Vielen Dank, dass ich ausreden durfte, Mann. Leute, lasst Perücke kurz ausreden. Ja, dann sprich bitte, Dorike. Einfach bitte mal einer, der die Ansagen macht und nicht drei Leute gleichzeitig, bitte. Es verwirrt. Einer sagt rechts, der andere sagt links. Der silberne Golf steht hier im Ghost-Modus in der gestrichelten Straße. Entschuldigung, dass ich dazwischen quatsch. Gestrichelte Straße? Ja, hier am Kreisel. Hm.
Ja, ist doch gut, hat er sich selber rein. Rausgenommen. Okay. Schon Overtime? Nein, wir haben noch 4 Minuten 30. Bis zu Overtime? Ja. Okay. Maybe sind es noch Sync-Probleme. Also kann sein, dass er gar nicht mehr... Egal, wir suchen weiter. Festival? Ja, ich hat, einer gesagt, okay. Hat ihm einer gesagt, dass wir nicht Verstecken spielen, sondern CVR? Wie gesagt, maybe sind Probleme. Ja, warum sind wir so viele Cops? Weil ich gerade über die Straße gekommen bin. Haben wir noch einen Racer? Nein, ich glaube nicht. Was denn bei dir? Ja, er hätte nur fast mich aus dem Leben geholt. Du, ich war auf meiner Seite. Ich weiß, ich habe ein bisschen überschossen. Also. Schaut euch auch. Bronco! Schaut auch ab und zu mal hinter euch, falls da einer sein könnte. Was ist, Panik? Wie schafft man es? Der Mazda schon wieder. Im Mazda, wo? Perfekt. Wo? Festival-Teststrecke. Wieso hab ich denn eigentlich immer vor mir? Ja, immer Spiele vor die Linse. Du magst denn Alex? Weißt du, wo du im Festival bist, oder? Ja, hinten am großen Knick kommt gleich wieder am Flugzeug raus. Die Außenstraße vom Festival. Ist klar. Ach, scheiße. Bei mir habe ich nur gestriffen, aber er ist geghostet, völlig abgeflogen. Okay. Nee, du hast ihn frontal voll getroffen. Okay, bei mir wohl nicht, aber er steht offroad. Welchen Punkt seid ihr? Wo seid ihr? Beim Festival rechts vom Flugzeug. Fahren jetzt wieder auf das Flugzeug zu. Okay. Ja. Amon. Onkel Witz, aus Platz frei. Sorry, Evo. Hatte gerade dieselbe Idee. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und ran, vorsichtig ran. Einer hinten ran. Ja, der kann hier mal. Ja, Crazy ist dran. Eins, zwei. Wunderbar, drei. Wunderbar. Oh, sehr gut. Das dritte Mal den Mazda, geil. Geile Nummer. 5 Festnahmen haben wir. Wir haben noch 2 Minuten, come on. Schaut mal noch. Die Offroad-Wege checken. Ja, war gerade drin. Okay. Den gestrichelten. Der gerade Richtung Schlucht fährt, fährt Schlucht weiter. Ja, das weiter. Bin ich. Ja. Dann fahre ich die Umgehung durch. Das wäre super. Ich schaue, dass er... Da ist was. Strandstraße, der ist beim Dreieck gespawnt. Ich weiß aber der nicht, ob... Mazda ist Umgehungsstraße rein. Ja, der Arme. Der Arme. Die Tune. Ich komme auch mal entgegen. Ich sehe ihn. Ich habe ihn ganz sanft nur getroffen. Ist er noch vor der Blitzerzone? Nein, er ist in der Höhe Mitte Blitzerzone jetzt. Er ist Tatsache da vorne noch. Ich sehe ihn. Getroffen? In der Schlucht auch. Evo, sehr schön. Das bin ich. Er versucht es uns noch werden. Ja, aber falsche Schadensseite. Er fährt, ja, du fährst in die falsche Richtung. Mehr oder weniger. Festival ist woanders. Ja. Ich hab's Bad Boy. Ich such was anderes. Alles perfekt, bleib dran, Ja, ich versuch's mal mit wem. Wo seid ihr jetzt? Umgehung. Immer noch in der Blitzerzone. Oh. Nice. Sehr schön. Was sagt die Overtime? Noch nicht. 30 Sekunden. Ich sehe ihn nicht. Ja, ich hab mich. Ist jetzt gleich Ende Umgehungsstraße ghostet, aber. Ja, Richtung, fährt, Richtung Schlucht. Ach. Nee, konnte nicht. Er ist geghostet. Wo ist er? Fährt nicht Dragstrip, fährt außenrum. Also, warte. Ja, ich hab ihn da unfreiwillig entgegen. Evo Kopf steht geghostet auf der Brücke. Boah, wow, das war close. Ich hab mir gerade eine Zigarette angemacht. Ah, sorry! Hä? Die hab ich nicht getroffen. Ich weiß nicht, wie das war. Ich hab eigentlich den Prezi getroffen. Ja, ich weiß. Alles gut. Wo ist er? Ich dachte, es wäre der erste. Fährt draußen rum Richtung Festival. Ah, nee, ich bin zu langsam. Warte, genau. Ich wieder in die Stadt rein.
Das war ungünstig, aber hat fast funktioniert. Er ist gleich tot, ja. Versuche ihn in die Boxenmauer zu schieben. Oder da einfach, ja, so geht's auch, warte. Sehr ja, gut. Oh mein Gott. Bleibt jemand Verfolgung? Er ist tot. Nice. Nicht okay. Reparieren, wir sind alles in Overtime. Ja, ich hab's gerade vor mir. Ja, wo ist der RS7? Mulege fährt Richtung Ausgang. Er ist in der Innenstadt. Alles klar. Einer sagt an. Sind gleich am Torbogen. Okay. Komm von der Autobahn. Richtung Autobahn. Da kommen ein paar Cops entgegen wahrscheinlich. Yes. Drei Stück. Audi, fahr du mal voraus, weil sonst nehme ich mich direkt raus. Hm? Der Sirene, ist die René wieder nicht? Doch. Oh Mann! Sorry. Autobahnabfahrt Richtung Festival. Hab ihn. Sehr schön. Er sieht ihn mir gar nichts. Aber er hat ja. Der ist Festival durch. Der hat mich, ja, glaube ich, nicht mal berührt. Hast du Schaden bekommen? Ich habe 80%. Ja, dann ja. Sieht er dich nicht. Dann sieht er meine dich. Meine Lenkung ist für am Arsch. Ja, schön. Also ich bin noch hinter ihm. Der jetzt Dragstip hoch Richtung Schlucht. Nee. Meine Lenkung ist im Aber er ist schneller wie ich. Ja, ich bin tot. Ansagen. Jetzt genau Schlucht. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 3 Minuten. 3. Vielleicht fahren 2 Cops oder so, die nicht so viel Leistung haben, in die Umgehung rein. Sind gleich, jo. Umgehung. 2 sind am großen Kreisel gleich. Okay. Soweit schon, scheiße. Ja. Ja, er hat auch gut Speed drauf. Ja. Er fährt Richtung Brücke, gucken, ob ich das noch erkennen kann. Er zieht durch, Brücke. Richtung Serpentine. Weg geradeaus weiter, Richtung Mittlere Straße. Der zieht einfach nur noch durch. Ja, natürlich. Der wird am Staudamm runterfahren. Er wird mir ja davonfahren, weil der ist schneller wird, definitiv. Ich sehe zwar immer noch ganz bisschen von ihm, aber... Ja, dann fahre ich mittlere runter. Ja, vorbei. Genau, versuch mal... Der ist vorbei, der fährt Staudamm. Versuch mal über Mulege reinzukommen und dann in Richtung Osten. Ich wette, dass der dann Serpentinen fährt. Gut möglich. Ja, der wird Staudamm runterfahren, 100 Pro. Ich tapp mal auf den gestrichelten Offroadweg. Nee, ist schon vorbei, oder? Ist schon vorbei. Nee, gestrichelten Offroadweg... Ist er rein? Fährt er rein? Ja. Okay. Ja. Und er wird wahrscheinlich in Richtung Mittlere durchfahren. Ja, da komme ich entgegen. Tito. Eine Minute 20. Der Bronco ist jetzt im gestrichelten Offroadweg und kommt dir entgegen. Ja, halt's mal durch. Ich halte ein bisschen Halsstand. Das ist mir zu schwer. Sag, wenn er abbiegt. Oh, ich habe ihn erwischt, aber nicht voll. Sind noch in gestrichelten? Ja. Müssen ihn zurücklassen. Ja. Jetzt kommt er raus, fährt Richtung... Mulege, genau. Siehst du den jetzt? Bin in Mulege drin gekommen. Ja, jetzt sehe ich ihn. Wir haben noch 40 Sekunden. Raus und rechts runter. Ja, der fährt jetzt Serpentinen. Über die Brücke drüber schieben am besten. Und ja, ich. Ja. Der fährt. Oh, was war das? War close. Viel Leistung noch. Oh. Ja, der hat. Geradeaus. Er hat hier. Wie bremst du denn auch da, Alter? Ja, weil ich mit meiner Leistung nicht geradeaus weiterfahren kann. Warum fährst du mitten rein, ne? Kleines Spielchen. Schade. Ja, der fährt. 5, 4, 3, 2, 1. Fertig. Letzte Aktion, bitte. Ah, ja, letzte Aktion missglückt. Ja. Dann ja. Ist Ende. Wollte gegen das Haus drücken. Ja. Dann ist Ende. Aber GG.
Was waren's? Fünf, sechs Festnahmen? Ja. Ja, hat hochgemoved worden und ich würde sagen, das heißt, ich habe überlebt. Das ist, glaube ich, die erste Runde, wo ich mal überlebt habe. Wir haben dich doch einmal gefasst. Ja, gut, einmal habt ihr mich, aber ich habe zum Schluss überlebt. Ja, und jetzt bist du festgesetzt. Schau, lauter Cops um dich herum. Ja, und damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, guckt gerne in die anderen Sichten rein. Da gibt es noch mehr zu sehen und andere Sichten und so. Ne? Ja. Und damit würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.